Cleveland, was guckst du so? Ich bin nervös. Ich hab gestern Halloween 2 gesehen. Brian, raus mit dir. Lass Michael Myers nicht rein. Und wenn er tot aussieht, ist er nicht tot. Mann, Peter, diese Hundeschule hat Brian echt gut erzogen. Oh ja, es ist klasse. Jetzt macht er alles, was ich ihm sage. Vielleicht sollte ich Bonnie dahin schicken. Oh Mann! Kann jemand was anderes sagen? Nein, du sollst wissen, was du getan hast. Was ist denn mit der Pfeife los? Wir standen uns mal so nah und jetzt sind wir so verschieden. Wie ein Wal und sein entwicklungsstörter Bruder. Hey, Leute! Rein in meinen Mund, ihr vielen Fische! Es ist noch unklar, ob der 42-Jährige an den Folgen einer Rauchvergiftung war. Polizei und Feuerwehr sind noch an der Brandstelle. Und die Polizei schließt nun nicht mehr aus, dass das Feuer gelegt wurde. Was willst du, Neil? Und warum spielst du die Nachrichten? Das ist ein alter Ghetto-Blaster und ich habe keine Kassetten. Also muss ich spielen, was im Radio kommt. Bist du nicht mit Mac unterwegs? Hör zu, Clich. Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, aber können wir Freunde bleiben? Und ich hoffe... Tut mir leid, ich muss das Ding runternehmen. Die D-Batterien sind so schwer. Neil, da bist du ja. Was hast du für ein Problem? Ich gebe dir endlich eine Chance und du lässt mich allein im Kino sitzen? Tut mir leid, Meg, aber meine Freundschaft mit Chris ist mir wichtiger. Du bist ein Arsch, Neil. Also, was sagst du, Chris? Wollen wir wieder was unternehmen? Ja, das fände ich schön, Neil. Klasse, wir sehen uns morgen. Das ist, weil ich besoffen bin. Verschwinde, irischer Abschaum. Und nun wieder DJ Schlachter. Hey, Bro. Hey, wünschen Sie einen Song oder wollen Sie eine Wurst haben? Wurst, ein halbes Pfund Putenschinken. Wollen Sie den in Scheiben? Meinen Sie damit Wurstscheiben? Oder reden Sie von Scheibe im Sinne von Tonträger, also eine Vinylplatte oder eine CD? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kündige bald. Hey Cleveland, wie groß bist du? Ich weiß nicht. Ein Cadillac geht mir etwa bis hierher. Alles klar, dann bin ich wohl der Größte von uns. Was redest du? Ich bin 1,88. Steht hier auf meinem Führerschein. Ja, das zählt nicht. Wieso nicht? Muss ich das echt sagen? Ich bin 1,88. Legt mich auf den Boden. Hallöchen, Jungs. Peter, wie groß bin ich? Ich weiß nicht. Wie groß ist ein Briefkasten? Du bist briefkastengroß. Aber hört zu, ich will einen Roast mit euch. Du willst dich im Fernsehen verarschen lassen? Ganz genau. Ich möchte der Mann der Stunde sein und ich will, dass meine Freunde mich richtig durch die Mangel drehen. Darf auch ein bisschen schwarzer Humor dabei sein? Owie, owie, hey you are. Das meine ich, Bruder. Gut, das könnte Spaß machen. Klasse. Und ihr dürft absolut keine Hemmungen haben. Haut mich in die Pfanne. Alles ist erlaubt. Du bist ja besser drauf als ein Vater, der sein Kind schlägt, wenn er in einem Wald ist. Daddy, was ist das da für ein Baum? Mann, ich könnte die alle hier ausreißen und dich damit verkloppen. Peter hat einen kleinen Penis, aber hey, im Schatten wächst auch einfach nichts. Da kommt was rein. Das sagte Peter zu seiner Frau in der Hochzeitsnacht, weil sie nicht spürte, dass er schon drin war. Peter ist so hässlich, dass er nicht in der Zelle auf unserem Revier vergewaltigt wurde. Für alle, die es nicht wissen, wir haben ein echtes Problem damit, dass in der Zelle auf unserem Revier dauernd Leute vergewaltigt werden. Hi, ich bin Professor Comedy. Nein! Buh! Peter, du bist laut, machst deinen Job nicht richtig und hast einen sehr hohen Blutdruck. Du könntest ein Schwarzer sein, wenn dein Ding nicht so verdammt kurz wäre. Haha, woher wissen das alle? Peter bewegt seine Lippen beim Lesen, weil er das Buch verschlingen möchte. Verarscht! Als Vater von Lois hasse ich den Gedanken, dass sie mit Peter schläft. Ich auch! Verdammt, du hast mir die Pointe versaut! Schnauze! Du bist besoffen, gib dir nichts mehr! Auf die Frage, was er auf seine College-Prüfung bekommen hat, sagte er Mayonnaise. Peter ist so fett und dämlich, dass Kathy Bates ihn vögeln wollte. Nachdem wir alle nun unseren Spaß hatten, wird es Zeit, unserem Mann der Stunde die Chance zu geben, sich zu äußern. Bitte einen Riesenapplaus für Peter Griffin. Okay, ja, ich hab was zu sagen. Ihr könnt mich alle mal. Ich hoffe, ihr fresst Kacke und sterbt. Keiner von euch Schweinen ist mehr mein Freund. Es war scherzhaft gemeint, aber es war erniedrigend. Ich fühlte mich wie ein Vulkan, der zu früh kommt. Ich finde, du bist eine tolle Insel und ich würde dich gern näher... Oh!
Oh, tut mir so leid. Tut mir so leid. Du bist nur so hübsch. Sag's den anderen Inseln nicht. Ich hab nachgedacht. Vielleicht brauche ich Freunde, die keine Witze über mein Aussehen machen, weil sie selbst so seltsam aussehen. Wie die zwei bärtigen Zwerge, die da drüben entlanglaufen. Hey, wollt ihr bärtigen Zwerge meine Freunde sein? Wir, Sir, sind italienische Kinder. Guten Tag. Entschuldigung, kriege ich noch einen Kaffeelatte ohne Schaum? Ja, gern, aber ich arbeite nicht hier. Ach, tut mir leid, Sie sehen genauso aus wie der Barista. Der sieht gar nicht so aus wie ich. Ich glaube, sie meinte mich. Ah, oh ja, das sehe ich auch. Hey, wir sollten rumknutschen. Sehr gern, Mister. Doppelt aufgeschäumt, habe ich recht? Sie sind witzig. Ja, oh mein Gott, ein voll fieser Spruch. Ich bin Jamie und das sind Becca und Karen. Wollen Sie sich zu uns setzen? Gern. Klasse, wir haben gerade darüber gesprochen, ob Jamie mit dem Typen von vor ein paar Tagen was anfangen soll. Okay, alle Einzelheiten will ich voll wissen. Was zum Teufel habe ich das gerade gesagt? Allerdings, Sie haben wirklich ein Talent dafür. Was heißt dafür? Für das, was wir tun. Woohoo! Wow, wisst ihr, ich meine, ich habe euch gerade erst kennengelernt, aber ich bin auf der Suche nach einer neuen Clique. Habt ihr vielleicht noch Platz für eine Person? Können Sie gut erzählen, wie beschäftigt Sie sind, denn darum geht es hier sehr oft. Oh ja, aber sprecht mich nicht an, bevor ich meinen Morgenkaffee hatte, denn ganz ehrlich, sonst packe ich das alles nicht. Also ich glaube, ich spreche für alle von uns, wenn ich dir sage, dass wir dich gern als unsere neue Freundin hätten. Oh mein Gott, das ist spitze. Hey, darf ich die sein, die im Restaurant immer so brutal laut lacht? Nur wenn du auch die Rechnung übernimmst. Wir werden so vielen Leuten den Abend ruinieren. Oh, ich bin kaum von euch Mädels zu unterscheiden. Wie ein Panda-Bär auf einem Bett voller Kissen. Ich verstecke mich vor dem Zoo. Die wollen, dass ich ein Baby kriege. Ich will aber kein Baby.